Ach, ist das herrlich hier. Hallo und herzlich willkommen im Reich der Pflanzen. Ich musste zwingend mal wieder etwas über die exotischen Pflanzen machen. Wir fangen heute mal mit unseren Neuzugängen an, die ich angekündigt habe, damit wir uns auch sehen, damit wir sehen können und vor allen Dingen, was wir jetzt als erstes damit machen. Für alle, die es noch nicht wissen, ich habe es lange Zeit nicht angesprochen und da das ja hier eine neue Serie ist über Zimmerpflanzen, werde ich es heute einmal ganz kurz ansprechen. Was mache ich, wenn ich mir neue Pflanzen kaufe? Ich hole sie mir ins Haus, stelle sie hin, präsentiere sie, gieße sie, dünge sie, fertig. Nein, als allererstes, ja, das ist ganz wichtig, und zwar Quarantäne. Ganz, ganz wichtig, also müsst ihr wirklich dran denken. Wir handhaben hier das so, auch wenn der eine oder andere sagt jetzt, buh, nee, macht man nicht oder so. Doch, mach das bitte. Wenn du die neue Pflanze heranholst, such dir einen Raum, wo keine anderen Pflanzen drin stehen, auch sonst keine Tiere drin sind oder dergleichen, und behandle sie. Wir behandeln sie mit, ich sag so wie es ist, Ardap. Das ist ein Langzeit-Flohspray für Tiere. Kann man im Haushalt auch anwenden, natürlich nach Anleitung, ganz klarer Fall. Also, warum mache ich das in einem separaten anderen Raum? Ganz einfach, weil ich den anschließend kräftig lüften kann nach der Behandlung der Pflanzen. Das ist nämlich ganz wichtig bei Räumlichkeiten, dass man anschließend kräftig lüftet. Und wenn du jetzt exotische Pflanzen im Raum stehen hast und auch noch andere Pflanzen und reißt dann im Winter die Fenster offen und der weiß Bescheid, dann ist Ende kein Gelände und dann läuft alles krumm und schief und nicht so wie es sein sollte. Ganz wichtig, wenn du neue Pflanzen kaufst, guck, dass du sie vorher einmal behandelst. Auch wenn du dir sicher bist, vielleicht, da ist nichts dran oder du siehst vielleicht nichts. Es gibt so kleine Tierchen, die kann man überhaupt gar nicht sehen mit bloßem Auge. Und von daher ist das ganz wichtig. Mach diese Anwendung aber bitte nicht in deinem Bestand, der gesund ist. Denn dort etablieren sich Tiere, Nützlinge, die Schädlingen tatsächlich an den Kragen gehen. Und da muss man aufpassen. Denn wenn du sowas in dem gegebenen Raum anwendest, dann zerstörst du diese Population und dann werden Schädlinge ganz schnell überhand nehmen. Das ist ganz wichtig, auch dementsprechend dann in der weiteren Verfahrensweise in dem Raum, wo die Pflanzen sich befinden, im Normalfall dann. Okay? Also ganz wichtig, in einem separaten Raum, den man anschließend kräftig lüften kann. Das ist ganz wichtig. Wie gesagt, das Spray ist für Tiere gedacht, für Flöhe, Zecken und hast du nicht gesehen und die Eier und die Larven und was sich da alles noch so befindet, wo die Hunde, Katzen und sich so aufhalten, da kann man das mit einsprühen und dann dementsprechend dafür, ja, in dem Sinne, ja, damit sie weg sind, ne? Weiß Bescheid, ich möchte jetzt nicht zu viele Wörter auf einmal dafür verwenden. So, also es geht weiter mit Zimmerpflanzen. Ich habe sie gekauft, ich habe sie noch nicht gegossen bis jetzt, sie stehen jetzt etwa, ich weiß gar nicht, 3-4 Tage. Stehen sie jetzt und sie werden heute das erste Mal gegossen. Die werden sie durchspülen, weil ich sie heute noch nicht umpflanze. Zu dem Thema Durchspülen, Messen. Der Mikrosiemenswert ist ganz wichtig für uns hier, damit ihr das mitnehmen könnt. Ob ihr das so handhabt oder nicht, ist eine andere Sache. Wir lernen daraus, dass die meisten Pflanzen, zumindest bis jetzt, so gegeben bei uns, dass sie sehr gut versorgt sind, sehr kräftig versorgt sind, zum Teil sogar überversorgt sind. Und das kann durchaus gefährlich sein. Und von daher spülen wir sie durch. Und wenn wir sie jetzt direkt umpflanzen, das heißt also im Mineralsubstrat, wir nehmen die Erde ab und dergleichen, dann wissen wir das ja auch vorher. Das haben wir auch schon gemacht, sicherlich, weil im Kommentar wurde ich da jetzt darauf hingewiesen. Ne? Nimm doch erst die Erde ab und anschließend Wasser rein und messe dann. Das haben wir ja schon gemacht, das habe ich ja schon gezeigt, wie das geht. Aber man kann es auch durchspülen, so wie wir es jetzt machen, wenn wir die Pflanzen kaufen, sie noch nicht direkt umpflanzt oder nicht die Erde abmacht, dann gießen wir reines Wasser rein, messen anschließend nach, was im Untersetzer drin ist. Und dann sind wir auf der sicheren Seite, ob die Pflanzen gut versorgt sind oder ob sie vielleicht auch überversorgt sind. Denn das kann ganz schnell zu Blattschäden führen. Insbesondere dadurch, weil die Wurzeln natürlicherweise dann dementsprechend leiden. Das ist ganz, ganz wichtig. Manchmal wundert man sich, dass die Pflanzen überhaupt nicht wachsen. Dann holt man sie aus dem Topf heraus. Kein Wurzelwachstum zu sehen, nicht wirklich. Und tatsächlich ist dann so gegeben, dass eine Überkonzentration da ist an Salzen. Welche kann man leider nicht feststellen in dem Sinne sofort. Ist sicherlich auch möglich, aber das ist mit Riesenaufwand verbunden. Von daher halten wir uns einfach an diese Richtlinien in dem Sinne, die wir da ermessen und dementsprechend spülen und anschließend gegebenenfalls wieder gezielt aufdüngen, so wie wir das vielleicht schon kennen oder dementsprechend kennenlernen. Ganz wichtig, das kurz dazu zum Einstieg. Und dann würde ich sagen, stelle ich euch die Pflanze einmal ganz kurz vor. Dann messen wir das Ganze und eigentlich wollte ich was anderes machen. Weißt du was? Komm, fangen wir einfach mal an. Ne? Dann sind wir da auch gleich schon mal ein Stückchen weiter hier. Okay, komm. Let's do it. So, fertig sind wir. Ich habe gemessen, also erst gegossen, dann gemessen. So, dass hier unten eine Pfütze drin steht von etwa 1-2 cm. Bei der Glücksfeder haben wir jetzt 600 Mikrosiemens, hier bei der Calathea mal 900 Mikrosiemens und bei der Calathea haben wir 600 Mikrosiemens. Alles im grünen Bereich, können wir tatsächlich so lassen. Man kann auch ebenfalls, so wie wir es jetzt haben, wie wir das sehen, in einem Untersetzer 1-2 cm Wasser drin stehen haben, indem man das Ganze gießt von oben erstmalig.
Dann lässt man das Ganze stehen, bis das Wasser von der Pflanze verbraucht ist. Und das wird voraussichtlich 6 Tage dauern, je nach Größe der Pflanze vielleicht auch weniger, vielleicht auch etwas mehr. Muss man beobachten. Nur das Wasser hier drin im Untersetzer sollte schnell verbraucht werden. Also innerhalb von 2-3 Tagen sollte das im Untersetzer schon mal verbraucht sein. Und dementsprechend erst wieder gießen, wenn es notwendig ist. Das heißt also nicht, wenn das Wasser im Untersetzer weg ist, dann wieder nachgießen, sondern erst dann, wenn man sieht, dass auch hier die Oberfläche wieder abtrocknet, erst dann wieder gießen und dann im besten Falle tatsächlich direkt über den Untersetzer, dementsprechend unter Übertopf, was man da dementsprechend hat. Sollte man darauf achten, dass sie nicht ständig im Wasser stehen, 2-3 Tage ist kein Problem. Auch in der Erde ist das tatsächlich möglich und somit sind die Pflanzen auch für lange Zeit versorgt. Jetzt kommt das nächste, was wir nicht wissen. Ist die Tatsache, ist hier Langzeitdünger drin oder nicht? Denn wenn Langzeitdünger drin ist, dann kannst du gegebenenfalls ein halbes Jahr nicht düngen. Oder brauchst du nicht in dem Sinne. Ist es nicht so gegeben, solltest du alle 2 bis 4 Wochen, je nachdem, natürlicherweise düngen. Nachdüngen dementsprechend, damit die Pflanzen ordentlich versorgt sind. Das wissen wir aber nicht. Also Klartext, man müsste beim nächsten Gießverfahren das vielleicht nochmal so handhaben, durchspülend, bis etwas Wasser unten drin steht, nachmessen und dann bist du auf der sicheren Seite. Aber ansonsten wäre es eine Möglichkeit, um die Pflanzen sofort umtopft, dementsprechend neue Erde verwendet, wie wir das ja eigentlich sowieso machen hier bei uns im Kanal. Und da ist man natürlicherweise auf der sicheren Seite. Dann kannst du sie so versorgen, wie sie versorgt werden sollten und läufst nicht Gefahr, dass sie überdüngt werden. Denn wenn Langzeitdünger drin ist und du anfängst zu düngen, dann hast du ganz schnell eine Überkonzentration an Salzen im Substrat gegeben. Dementsprechend leiden die Wurzeln und natürlicherweise auch die Pflanzen. Bekommen dann braune Blattspitzen oder jedenfalls hässliche Flecken und werden ja immer unansehnlicher in dem Sinne. So, das auch ganz wichtig mitzunehmen, da wir schon einige Erfahrung haben, denke ich mal, sollte ich euch das so erzählen, wie es ist. Ich weiß, für den einen oder anderen ist das vielleicht etwas kompliziert, aber das sind die Tatsachen, auf die sich die ganze Sache halt beruht hier. Aber sie sind mega hübsch. Mega hübsch. Ja. Ich bin richtig fasziniert von den Pflanzen jetzt. Das ist so herrlich. Weil bin ich froh, dass wir die Zimmerpflanzen angegangen sind. In dem Sinne sind sie auch Exoten in dem Sinne. Also eigentlich auch tropische Pflanzen. Aber okay, dann kommen wir irgendwann nochmal zum Blatt. Besprühen, ob es notwendig ist oder nicht. Es hängt davon ab, wie gut die Pflanze versorgt ist. In der Regel sollte man es nicht machen. Das kann ich euch so schon mal mit auf den Weg geben. Wenn man sie einmal die Woche einsprüht mit reinem Wasser, kein Problem. Aber bitte nicht ständig nass machen. Das mögen auch diese Pflanzen mit Sicherheit nicht. Okay. Nein, noch nicht. Kommen wir zu dem hier. Unser Glücksbaum, den wir zurückgeschnitten haben. Der ist wunderschön am Austreiben. Das Stück, was wir im Wasser bewurzeln möchten, ist noch nicht am Bewurzeln. Ist aber noch grün, das kurz dazu. Brachychiton. So, dann kommen wir jetzt zu unserer Glücksfeder. Vom Glücksbaum zur Glücksfeder. Das ist ein Baum, wird ein Baum. Das ist eine krautige Pflanze. Die hat Knollen unten, Rhizome, je nachdem. Das weiß ich noch nicht genau. Ich habe noch nicht ganz genau reingeguckt. Viel machen werde ich heute noch nicht mit euch hier an der Pflanze. Allerdings ist mir etwas passiert, ein Transportschaden. Und zwar ist das frisch herausgewachsene Blatt, dieses hier, abgeknickt. Und das werde ich jetzt einfach mal versuchen herauszuziehen. Also nicht abzuschneiden, sondern zu ziehen. Mal gucken, ob mir das so gelingt. Ob man da tatsächlich das Ganze dann... Naja, ziehen alleine reicht nicht. Also drehe ich mal vorsichtig nach links. Nein, tut sich auch nichts. Mal vorsichtig nach rechts. Nein, tut sich auch nichts. Hängt relativ fest. Okay, ich dachte, man könnte das Blatt jetzt einfach abziehen. Pass mal auf, hier ist noch ein kleineres. Ein kleineres. Das werde ich mal herausnehmen. Das hängt nämlich auch nur rum. Das ist also nicht wirklich mehr an der Mutterpflanze dran in dem Sinne. So, guck mal. Ja. So, ja, ist auch nicht wirklich viel dran. So, da werde ich gleich mal säubern und mal gucken, was wir damit gegebenenfalls machen können. Aber der, wie gesagt, den möchte ich doch ganz gerne mal hier rausziehen. Wie gesagt, er wabbelt hier nur rum. Das bringt nicht wirklich was. Und da sie auch fleischige Wurzeln haben, ist das nicht so der Burner. Also hier ganz wichtig, bei dieser Pflanze ist eine wasserspeichernde Pflanze, auch nicht zu viel düngen. Da kannst du ganz schnell was verkehrt machen. Das, und auch nicht zu nass halten. Ne? Die darf auch ruhig komplett einmal austrocknen. Kein Problem. Gieß sie anschließend wieder, lass sie wieder austrocknen. Das ist wirklich das Beste für diese wasserspeichernden Pflanzen. Ne? Also da wirklich nicht ständig nass halten. Das ist ganz, ganz gefährlich für diese Pflanzen. Dann werden die Blätter schnell schwarz und unansehnlich. Euch traue ich jetzt nicht. Ich wollte einfach mal kräftig ziehen, aber irgendwie geht der nicht ab. Okay, pass auf, machen wir einfach mal entgegengesetzt. Vielleicht klappt es dann ja besser. Nicht wirklich. Also er ist irgendwie, jetzt ziehe ich die ganze Pflanze mit raus hier. Der wird auch noch nicht lange hier im Topf stehen, denke ich mal. Okay, pass mal auf, wenn wir ihn schon mal haben, dann ziehen wir doch einfach mal raus und schauen ihn jetzt an.
Ja, doch, der steht schon länger drin. Kräftig durchwurzelt. Ach so, ganz wichtig, auch bei diesen Pflanzen, die mögen es beengt. Ne? Also nicht ständig umtopfen. Die mögen es also wirklich, wenn sie komplett eingeengt sind. Erst wenn der Topf anfängt, dicker zu werden, dann umpflanzen. So, jetzt bin ich es aber leid hier, weil ich reiß das Ding jetzt einfach ab, Mensch. Weil das wird... nichts mehr. So, zack, bumm, siehst du wohl. Okay, ich würde sagen, das schauen wir uns näher an, denn das könnte mega cool sein hier. Ja, habe ich jetzt auch nicht mitgerechnet. Hat doch besser geklappt als gedacht, vor allen Dingen, obwohl er ja so fest saß. Wisst ihr was? Wir schauen uns auch nochmal kurz das andere hier drin etwas näher an, denn das ist mega interessant bei dieser Glücksfeder. Es ist eine wunderschöne Pflanze. Pflegeleicht, robust und vor allen Dingen nicht so empfindlich, wenn man sie nicht überdüngt und nicht ständig nass hält. Ganz, ganz wichtig bei diesen Pflanzen, ne? Okay, aber auch hier Mineralstoffsubstrat später wird das anders gehandhabt. Aber im Moment habe ich jetzt nicht, dass ich das machen könnte gerade. Von daher gucken wir erstmal, was wir so noch machen können mit der Pflanze. Und unserer Glücksfeder. Glücksbäumchen, guckt ihr das mal an. Oh, das ist so herrlich, wie wunderschön der ausgetrieben ist wieder. Richtig cool. Ja, aber da ist die Pflege hier ganz anders. Von daher machen wir ja die Zimmerpflanzenserie jetzt gemeinsam hier. Okay. Das ist wirklich spannend zu sehen und zu beobachten, was hier passiert ist. Also, das Blatt ist abgeknickt und zwar hier. Das sehen wir schon mal. Ne? Das war vorher schon so gegeben. Hier haben wir dann jetzt abgerissen. Hier sehen wir die Knospe, die eigentlich herauswachsen würde. Hier, siehst du das? Diese Spitze. Nun ist aber das Problem, dass das Blatt vorher schon abgebrochen war an der Stelle. Es hängt aber noch mit dran. Von daher könnte es vielleicht noch gelingen, dass das Schätzchen dann tatsächlich noch austreibt. Das müssen wir jetzt einfach mal versuchen, ob das so klappt. Aber ich denke, man kann es ganz gut erkennen. Im Normalfall wäre das jetzt hier noch zu verschlossen. Ne? Und dann könnte man das Ganze so tatsächlich bewurzeln. Ja, ob es uns gelingt, muss ich gucken. Kann ich jetzt so nicht sagen. Dann schauen wir uns das Schätzchen hier auch noch mal an kurz. Was abgebrochen war. Hier sieht man auch sehr schön diese... Oh, jetzt sehe ich gerade selber nichts hier. Da. Ne? Die Knospe hier. Sieht jetzt auch nicht berauschend aus. Hier hingen auch schon Wurzeln dran, aber die waren jetzt nicht der Burner. Von daher würde ich sagen, versuchen wir auch das Schätzchen zu vermehren. Allerdings werde ich sie erstmal ins Wasser stellen. Ne? Mal gucken, ob das da auch tatsächlich gelingen kann. Das ist ja, ne? Learning by doing. Okay, das kurz zu den beiden Schätzchen hier. Ansonsten könnte man auch noch Blattstecklinge machen. Von diesen aber nicht, die sind auch zu frisch hier, weil das ein junger Trieb ist, der herausgewachsen ist. Damit wird das nicht funktionieren. Okay, mal gucken, wie wir da dann dementsprechend weitergehen. Und man kann sehr schön sehen, ja, wie fleischig das Ganze ist. Ne? Das ist also schon, oh, da steckt eine Menge Wasser drin, alter Schwede. Und das ist also wirklich, ne, nicht verholzt, sondern das ist also eine Sukkulente in dem Sinne, weil sie Wasser speichert. Und da bin ich ja mal gespannt, ob uns das gelingt hier noch. Ne? Wäre ja mega cool, weil die Pflanze selber, die möchte ich jetzt noch nicht auseinanderrupfen. Die lasse ich erstmal wachsen. So. Okay. Ja, doch spannend mit der Glücksfeder, was da vielleicht alles möglich ist. So, ich habe jetzt die Blätter in dem Sinne hier ins Wasser gestellt. Die sollte allerdings nicht zu tief im Wasser stehen. Ne? Nicht, dass du das jetzt im Gefäß hast, das voll machst bis oben hin und das Teil steht da ganz unten drin. Das funktioniert voraussichtlich nicht. Wenn hier so 3-4 cm Wasser drin steht, ist das vollkommen ausreichend. Bei der Größe jetzt gegeben, ich hatte es vorher hier im Glas gehabt, das funktioniert nicht, weil ich muss sie voll Wasser gießen, damit sie überhaupt stabil stehen blieb. Und da war das einfach zu viel im Wasser in dem Sinne. Dann ist die Knospe einfach zu tief unten im Wasser. So, hier habe ich das kleine Stück drin, das funktioniert ganz gut, aber ich habe auch schon ein bisschen zu viel Wasser drin, ehrlich gesagt. Boah, ich gieße lieber ein bisschen raus, nachgießen kann ich jederzeit. Wenn so 2, 3, 4 cm drin ist, das ist vollkommen ausreichend. Das ist dann doch wesentlich besser, damit die Knospen uns da unten nicht anfangen zu ersticken, zu verfaulen tief im Wasser. So, Blattstecklinge gehen auch. Allerdings mache ich das heute nicht. Ich hatte zwei, die habe ich mal abgerissen, die habe ich auch hier einfach mal ins Wasser gestellt erstmal. Mit der Spitze nach unten, wie das später funktionieren sollte, könnte, wenn man im Laufe der Zeit sehen und wenn ich dann sehe, dass sie was tut, dann zeige ich euch, wie das geht. Hier habe ich nochmal so ein Stück, das war abgequetscht, einfach nach unten mit drin. Das stelle ich auch einfach mal ins Wasser. Auch hier sind nur so 2-3 cm drin. Nicht zu viel, ganz wichtig bei diesen Sachen. So, das kurz zu der Glücksfeder. Ich glaube, jetzt haben wir soweit auch alles ziemlich durch. Wie gesagt, die Pflege ist relativ einfach. Lichtverhältnisse müssen wir noch herauskriegen. Sie ist dick, kräftige Blätter. Ich gehe davon aus, dass sie auch mit wenig Licht auskommen kann. Werden wir dementsprechend beobachten. Okay? So, ich mache eine kurze Pause, dann gibt gleich noch ein paar Updates, Weihnachtsstern. Und mal gucken. Es gibt noch so ein paar Sachen, ne, die ich euch gleich zeigen möchte. Von daher, bis gleich.
Kommen wir zu einem kleinen Update von unserem Weihnachtsstern, den wir damals aus der Erde herausgeholt haben und hier ins mineralische Substrat eingepflanzt, überführt in dem Sinne. So, wir hatten damals 2400 Mikrosiemens gemessen in der Erde, die wir angefeuchtet hatten dementsprechend. Und ich habe jetzt hier gerade mal nachgemessen, ich habe das Ganze mal richtig voll gemacht. Wir haben jetzt hier ca. 200 Mikrosiemens. Bisher habe ich nicht gedüngt. Wie gesagt, jetzt eine Woche her, ich werde auch noch warten. Ich war gerade schon überlegen, soll ich sie düngen oder nicht. Also ich werde ja voraussichtlich noch eine Woche warten, denn die Pflanze zeigt bisher keinerlei Schwächen in irgendeiner Art und Weise, dass jetzt Blätter gelb werden oder abfallen möchten oder braun werden oder was auch immer. Es funktioniert genial auf diese Art und Weise. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, wann düngen wir? Das Problem ist, wir können an der Pflanze nicht wirklich erkennen, ob Wurzelwachstum da ist, weil sie ja gar nicht wächst in dem Sinne jetzt, weil sie oben diese kleinen Blütenknospen hat, ne? Nicht die Blätter, sondern tatsächlich hier oben drin diese ganz kleinen Blütenknospen. Mehr kann man da im Moment nicht sehen, auch kein Wachstum dementsprechend dann. Ich würde sagen, wir warten einfach tatsächlich noch ab, bevor wir da voreilig vorgehen dementsprechend. Denn sie muss einwurzeln, das ist ganz, ganz wichtig. Und das macht sie nur, wenn sie fast keine Nährstoffe hat. Und solange sie nicht leidet darunter, würde ich sagen, lassen wir das Ganze so, wie es ist. Ich werde das augenscheinlich jeden Tag beobachten. Sehe ich irgendwo eine Veränderung, dann werde ich dementsprechend eingreifen und euch das dann zeigen. Also sie hat tatsächlich bei dieser Maßnahme, das muss man sich mal vorstellen, ich werde jetzt noch ein paar Bilder einblenden von damals, wie wir das gemacht haben. Sie hat wirklich in keiner Art und Weise gelitten. Überhaupt gar nicht. Das ist so extrem cool anzusehen, dass das so genial funktioniert in diesem mineralischen Substrat. Also damit habe ich überhaupt nicht gerechnet. Es ist eben so, wie gesagt, wir hatten damals 2400 Mikrosiemens gemessen. Ich gehe davon aus, dass diese Konzentration viel zu hoch ist, in dem Sinne für diese Weihnachtssterne, weil das sind so viele Nährstoffe, die wird die Pflanze gar nicht mehr gebrauchen, insbesondere wenn sie schon in dem Sinne in der Blühphase ist. Ne? Dann, ja, das kann durchaus sein, dass dadurch die Pflanzen dementsprechend auch kaputt gehen. Vor allem, wenn man sie kauft, denkt man ja, man muss die Pflanze ja jede Woche düngen und du misst ja nicht nach in der Regel. Ne? Ich meine, das ist ja in der Regel so gegeben. Und von daher kann das ja fatal sein, wenn man Weihnachtsstern anfängt zu düngen, wenn dementsprechend schon so viele Nährstoffe, Salze in dem Sinne, im Substrat, in der Erde in dem Sinne, vorhanden sind. Ne? Ja, das ist ganz gut, dass man das tatsächlich nachmisst und vor allen Dingen, dass wir das hier in der Serie so zeigen. Im Normalfall macht man sowas ja nicht. Ne? Und von daher, denke ich mal, ist das ganz wichtig mitzunehmen, um zu wissen, warum. Was passiert denn? Sie steht allerdings warm bei uns hier, meint so bei zwischen 20 und 23 Grad. Luftfeuchtigkeit müsste, Moment, 57%, auch kann ich ablesen, 57% Luftfeuchtigkeit haben wir hier im Raum und 23 Grad tatsächlich. Also steht muckelig warm hier, keine direkte Zusatzbeleuchtung. Sie hat diese hellen Schirme, die ich jetzt auch gestern vorgestellt habe, die Lampen. Und das scheint ihr vollkommen auszureichen. Also braucht dementsprechend auch wirklich nicht Pflanzenlicht in dem Sinne. Ein heller Standort am Fenster reicht sicherlich auch. Aber da ist ganz Vorsicht geboten, denn es sind wärmeliebende Pflanzen. Also stell sie bitte nicht direkt auf die kalte Fensterbank. Das ist nämlich auch so ein Ding, wodurch tatsächlich etwas passieren kann an der Pflanze. Stell ein Stück Styropor darunter oder dergleichen, was isoliert, damit also nicht die Kälte direkt in den Topf hineinzieht. Das ist also wirklich sehr fatal für solch einen Weihnachtsstern. Das mag der also überhaupt nicht. Und kalte Luft sowieso nicht, auch keine Zugluft, ganz klarer Fall. Das heißt, wenn sie direkt am Fenster steht und Fenster aufmacht, dann ne, weiß Bescheid, kommt die kalte Luft rein, es zieht in dem Sinne, wie man so schön sagt, und das ist also auch nicht gut. Ja, das sind so ein paar Faktoren, die berücksichtigt, ist der Weihnachtsstern scheinbar ganz einfach zu pflegen. Ganzjährig werden natürlicherweise weiter verfolgen, wie das dann passiert. Aber ist doch cool, oder? Das so anzusehen, dass, ich meine, ich habe selber auch Angst gehabt, ganz ehrlich, weil das ist jetzt mein erster Weihnachtsstern, wo ich mal so eine Maßnahme gemacht habe. Man kennt es ja, man kauft sie und irgendwann fallen einfach die Blätter ab und dann hast du auch keinen Bock mehr, schmeißt das Ding weg. Es ist halt eine Wegwerfpflanze in dem Sinne. Aber wenn man weiß, wie man sie pflegt, ist es keine Wegwerfpflanze, sondern voraussichtlich eine Pflanze für viele Jahre. Was sicherlich für die Produzenten nicht gewollt ist, denn die möchten dieses Jahr neue Pflanzen verkaufen. Ne? Okay, ich würde sagen, das beobachten wir auf jeden Fall gemeinsam, weil ach, wir wollten ja noch hier bei der Glücksfeder mal kurz in den Pott reingucken. Ne? Die Wurzeln seitlich hatten wir ja schon gesehen. Okay, das machen wir jetzt auch noch ganz kurz. An Updates wüsste ich jetzt nicht, was ich bei Zimmerpflanzen noch zeigen könnte im Moment, weil so viel haben wir ja noch nicht. Mal gucken. Mal gucken. Okay? So schaut das Ganze aus. Guck dir das mal an. Nein, ich habe hier keine Kartoffeln reingepflanzt. Das sieht schon cool aus, ne? Ja, solch schöne Speicherorgane hat die Pflanze. So, das sagt mir jetzt aber, ich habe Anfang des Filmes Quatsch erzählt. Denn wir haben sie ja getaucht im Prinzip jetzt auch, richtig nass gemacht. Sie ist voll gesogen mit Erde. Ich werde sie hier nicht im Untersetzer im Wasser stehen lassen. Denn ich denke mal, das könnte tatsächlich auch fatal sein. Denn die Pflanze wird nicht viel Wasser verbrauchen. Das heißt, ich werde das Wasser jetzt rausgießen hier.
damit sie also nicht im Wasser steht. Ne? Das ist dann doch nicht so gut. Da gehe ich jetzt von aus. Also da müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Ihr geht es wirklich besser, wenn sie ab und zu auch mal trocken steht. Und von daher ist das so dann jetzt doch besser. Also bitte nicht im Wasser stehen lassen, solche Sukkulenten. Ne? Das ist fatal. Deswegen ist es voraussichtlich auch so gegeben, dass diese Pflanzen nicht gerne umgetopft werden. Denn wenn sie einen größeren Topf oder viel größeren Topf bekommen, dann ist das Erdreich lange Zeit nass, da die Pflanze nicht, das ganze Wasser nicht heraussaugen kann so schnell und man übergießt sie dann ganz schnell. Und von daher ist das dann voraussichtlich so gegeben, dass man sie deswegen nicht zwingend ganz schnell in große Töpfe pflanzen sollte, ne, sondern also wirklich wartet, bis dementsprechend das ganze Wurzelreich, die Wurzeln komplett in das Erdreich durchwurzelt haben in dem Sinne. Ne, was hier vielleicht auch schon so gegeben ist, wie wir vorhin gesehen haben. Aber nun ja, wir sind da vorsichtig, denn weniger ist mehr, auch Dünger hier ganz, ganz wenig, ganz, ganz wichtig. Denke ich mal, das ist auch bald schon selbstredend bei dieser Pflanze hier. Ah, ist schon cool, was alles so geht mit Pflanzen. Ne? Mega cool, die Glücksfeder. Okay, also ich denke mal, das ist schon mal sehr interessant mitzunehmen, wie das hier drin ausschaut, dass wir das halt in dem Sinne mitgenommen haben. Okay. Im Reich der Zimmerpflanzen. Ja, ist so gegeben jetzt, dass wir das so nach und nach verfolgen. Also für mich ist das richtig interessant, das Ganze zu beobachten. Vor allen Dingen hatten wir jetzt auch hier bei dieser 1000 Mikrosiemens, also jetzt habe ich gerade nochmal nachgemessen, sind jetzt 1000, hier haben wir 600 jetzt. Ich bin schon drauf und dran, das Ganze einmal zu spülen. Hier bei der Variante, wo wir 1000 Mikrosiemens drin haben, ist mir doch ein bisschen viel, muss ich ehrlich sagen. Weißt du was, ich mache es einfach. Es ist ja eigentlich grundsätzlich besser, wenn man Pflanzen hat, dass man sie einmal erstmal richtig durchspült und dementsprechend dann später ordentlich versorgt, so wie es sein muss. Wir können davon ausgehen, dass es Schwachzehrer sind, also keine Starkzehrer. Das ist, denke ich mal, definitiv so gegeben. Von daher ist es sinnvoller, hier weniger Nährstoffe drin zu haben als zu viele. Also von daher, ich werde es jetzt nochmal spülen, gleich nochmal nachmessen. Wenn es dann auch so bei 500 liegt, 600, 700, 800 lassen wir auch noch gelten. Aber 1000 ist dann doch schon ein bisschen arg viel, finde ich, jetzt für so eine Pflanze. Okay, sinnvollerweise ist natürlich das bei uns jetzt hier vor allen Dingen gegeben, dass wir sie umpflanzen. Das werden wir auch noch machen gemeinsam. Aber ich muss sie so lange, muss ich sie jetzt erstmal, sage ich mal, orthonormal versorgen. Von daher kann man das dann dementsprechend auch mal so mitnehmen. Sie bekommen jetzt etwas mehr Licht. Sie standen vorher noch im Vorraum. Das ist dunkel, da ist es also gar kein Licht. In dem Sinne, sicherlich Fenster mache ich ja, Fenster, Jalousie mache ich ab und zu offen, dass ein bisschen Licht reinkommt. Aber ist doch eine recht dunkle Ecke da hinten und vorne hatten sie jetzt nicht ganz so viel Licht. Hat ihnen aber auch nicht geschadet. Eine Zeit lang ist das gar nicht so schlimm. Oh, nicht schlimm. Jetzt nochmal ganz kurz, bevor ich hier euch dazu animiere, eure Pflanzen kaputt zu sprühen. Dieses Adapir, ganz wichtig, einsprühen der Pflanzen. Nicht die Pflanze einsprühen in dem Sinne. Ich zeige es demonstrativ, werde es hier drin jetzt nicht machen, weil ich kann das hier nicht gebrauchen, denn ich habe hier Nützlinge drin. Ne? So, wenn du das Sprühgerät nimmst, dann von ganz weitem weg einmal so über die Pflanzen, neben den Pflanzen her, aber bitte nicht die Pflanze komplett einsprühen damit, dann machst du die Pflanze nämlich kaputt. Das sollst du auf gar keinen Fall machen. Also richtig aus weiter Entfernung kannst du ruhig sagen, Meter Abstand, das Ganze leicht benebeln, ne? Und dann ist gut. Nicht drauf auf die Pflanze und die ganzen Blätter nass machen oder so, ist gar nicht notwendig. Das Zeug, das wirkt einfach nur dementsprechend schon durch die Benebelung. Ne? Also nicht die Pflanzen damit nass sprühen. Das ist ganz, ganz wichtig. Macht das bitte nicht. Es gibt sicherlich Pflanzen, die es abkönnen, die da keine Probleme mit haben. Aber es gibt Pflanzen, die können es nicht ab und können dir dann kaputt gehen. Ne? Also ist nicht Sinn und Zweck der ganzen Sachen. Du brauchst auch nur ganz wenig anwenden. Du musst nicht komplett den ganzen Raum damit benebeln. Ne? Einmal über die Pflanzen so drüber. Ne? Ja, und dann ist gut. Ich hoffe, ich habe das jetzt einigermaßen rübergebracht. Das ist nämlich ganz, ganz wichtig. Ne? Bitte. Ganz wichtig. Und lasst sowas nicht Kinder machen. Ja? Nur Erwachsene. Und wie gesagt, dann auch sofort raus aus dem Raum. Dementsprechend nicht erst den Scheiß einatmen und dann später auch lüften. Ansonsten nach Angaben, so wie es auf dem Behälter draufsteht. Ganz wichtig. Immer schön durchlesen. So, meine Lieben, wenn es gefallen hat, weiß Bescheid. Winke, winke, wie es ganz bald hier im Reich der Pflanzen. Ja, wir sehen, wir können aus dem Pflanzenreich, das wir haben, schon viel mitnehmen jetzt zu den anderen Pflanzen, den Zimmerpflanzen dementsprechend. Und dadurch ist das Ganze natürlich wesentlich einfacher, als wenn man erstmal alles angeht und guckt und tut. Und ich weiß genau, was Sache ist. Das meiste wissen wir ja schon hier. Von daher können wir die Erfahrung aus dem exotischen Reich mit jetzt in die Zimmerpflanzen hier überführen in dem Sinne. Und das ist ganz natürlich wesentlich einfacher. Auch wenn es, ich weiß, dass sehr viel trockenes Thema ist. Denke mal, im Laufe der Zeit nehmen wir das mit und irgendwann brauchen wir das auch nicht mehr erzählen, nur ab und zu mal erwähnen. Aber jetzt gerade am Anfang der Serie, denke ich mal, ist es ganz wichtig, dass wir sowas auf jeden Fall gemeinsam mitnehmen. Okay?
Wir wissen auch, aus Fehlern lernt man auch. Vielleicht mache ich auch mal Fehler, aber ich werde mit Sicherheit nicht mehr den Fehler machen und die Pflanzen erstmal kräftig düngen und dann mich wundern, warum die Blätter schwarz werden oder braun werden oder wie auch immer. Okay? Weniger ist mehr, auch hier im Zimmerpflanzenbereich. Ganz, ganz wichtig. Überdüngen geht ganz schnell. Und das Problem ist ja nun mal, wir wissen nicht, was da drin ist in der Erde, wenn wir die Pflanzen kaufen. Und das wird dir in der Regel auch niemand sagen können, dort, wo du die Pflanzen kaufst. Ist nun mal so gegeben. Das ist heute alles nur einkaufen, verkaufen und das war's schon. Okay? Von daher, Obacht geben, wie die Pflanzen aussehen, wie sie sich entwickeln in den ersten Tagen. Und bestenfalls tatsächlich die ganze Erde erst einmal komplett mit sauberem Wasser durchspülen. Du kannst gegebenenfalls auch Leitungswasser nehmen. Das ist dann auch nicht so tragisch. Immer noch besser, als wenn zu viele Salze im Boden drin sind. Okay, ich denke mal, wir sehen uns in einem der nächsten Filme mal wieder. Heute hier mit diesem hübschen, oh, das ist so eine hübsche, richtig hübsch. Und cool, dass sie pflegeleicht ist, denn wie gesagt, es ist eine wasserspeichernde Pflanze. Das dürfen wir nicht vergessen. Okay.